Herr Präsident, meine Damen und Herren, die IQB-Bildungstrends liegen uns jetzt seit dem 13. Oktober vor, also erst wenige Tage. Und wir hatten Zeit, uns mit den wichtigsten Elementen dieser Studie zu beschäftigen. Ich möchte einen Punkt ganz besonders herausgreifen, der als signifikant bezeichnet wird. Und dabei geht es um das Zuhören. Und als ich das erste Mal hörte, fragte ich mich, was muss man denn leisten, um Zuhören überhaupt messen zu können? Welche Analyse steckt dahinter? Wer liest vor? Wo sitzt der Zuhörende? Wie ist der Weg vom Hören zum Zuhören, zum Verstehen? Die Frage vom Sender zum Empfänger hat mich wirklich umgetrieben. Und ich dachte an die Zeit, als es in Schulen noch Nacherzählungen gab. Da gab es ein Gerangel. Wo sitzt der Schüler? Sitzt er ganz vorne? Versteht er den Lehrer besser? Wie artikuliert der Lehrer überhaupt? Und hat der, der weiter hinten sitzt, schlechtere Chancen beim Zuhören? Mittlerweile haben wir seit ein, zwei Jahren im Abitur die sogenannten Listening Comprehensions, das heißt, über Technik wird Zuhören auch vermittelt bzw. geschult. Hier gleicht die Technik unter Umständen Defizite aus, die beim Zuhören in der altherkömmlichen Form überhaupt nicht gegeben sind. Sitzt der Zuhörende am Fenster? Hat er einen lauten Nachbarn? Wie laut spricht der Lehrer? Alles Fragen, die mich nach der Methode fragen, die dieser Studie zugrunde liegt. Und genau das ist es, was wir aufgreifen wollen im Bildungsausschuss. Und da waren wir uns gestern einig. Wir haben gesagt, wir wollen die Verfasserin dieser Studie einladen in den Bildungsausschuss und wir wollen hören, welche Methode zugrunde gelegt wird, damit wir hier in Rheinland-Pfalz wissen, was ist hier signifikant falsch beim Zuhören? Wie wurde das überhaupt ermittelt? Und ich darf noch hinzufügen, habe mal nachgeguckt, wie Zuhören überhaupt definiert wird. Etwas akustisch wahrnehmen, hinhören, folgen, mit Aufmerksamkeit hören. Und wie wird das denn umgesetzt, diese Aufmerksamkeit? Wird sie verschriftlicht? Der Zuhörende muss dann irgendwas schreiben, dann wird eine Schreibkompetenz abverlangt. Oder andersrum gefragt, wird derjenige, der zuhört, gefragt, was er gehört hat. Dann wird eine Redekompetenz, eine Kommunikationskompetenz abgefragt. Also sehr unterschiedliche Kompetenzen und das erschließt sich mir zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Deshalb bin ich froh, wenn wir die Expertin bei uns im Bildungsausschuss haben. Eine Analyse der Studie scheint mir dringend vonnöten. Das Ministerium greift die Notwendigkeiten der Verbesserungen auf. Das wurde auch gestern deutlich. Es wird Fachgespräche geben und auch Weiterbildungen von Lehrerinnen und Lehrern. Aber auch die Eltern- und Lehrerverbände werden hinzugezogen. Wer jetzt, meine Damen und Herren, allerdings glaubt, die Lösung der genannten Probleme der letzten 20 Jahre, die ja geschildert wurden, das hat sich ja aufgebaut angeblich, wären zu lösen, indem man den Frontalunterricht wieder einführt, meine Damen und Herren, der hat keine Ahnung von Pädagogik. Frontalunterricht ist wichtig und richtig, aber er ist nur ein Teil der pädagogischen Wirklichkeit. Und es geht nicht darum, ihn völlig zu verbannen. Das ist der Punkt dabei. Meine Damen und Herren, und noch etwas muss hier ganz deutlich gesagt werden. Die Grundschulen in Rheinland-Pfalz haben bundesweit die kleinsten Klassen und damit gute Grundlagen auch für Lehrerinnen und Lehrer und für die Schülerinnen und Schüler. Und ich zitiere die Ministerin, die gestern im Ausschuss sagte, Zitat, wir können nicht zufrieden sein, Zitat Ende. Deshalb wird der Vertretungspool aufgestockt werden.
Es wird zeitnah Gespräche geführt werden. Und um positiv zu enden, meine Damen und Herren, im Kompetenzbereich Lesen zahlt sich die langjährige Leseförderung hier im Land aus. Das Ministerium hat die Botschaft verstanden. Und es bleibt zum Schluss die Frage, ob das Thema nicht weit über die Schulen hinausgeht. Stichwort Familien und Gesellschaft. Dankeschön. Ja.